Ja, heidiho und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Dryland Zoo, meine lieben Damen und Herren. Ja, welcher Spruch darf hier in der Begrüßung nicht fehlen? Wie ihr es bereits im Thumbnail gesehen habt, geht es heute nicht um irgendein Tiergehege, sondern es geht heute um einen Spielplatz. Ja, meine Lieben, ihr habt richtig gehört, es geht um einen Spielplatz. Das muss auch mal sein. Ich hatte hier gegenüber der Antilopen und Gazellen noch so einen Bereich, wo ich mir überlegt habe, ja, machst du da jetzt das nächste Gehege hin? Fand ich irgendwie ein bisschen doof, weil ich nicht Gehege an Gehege an Gehege klatschen wollte, beziehungsweise nicht zwei Gehege so groß gegenüber machen wollte. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist hier ein Spielplatz entstanden. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, was ist ein Zoo ohne Spielplatz? Ich habe echt ein bisschen überlegt, als ich das hier gebastelt habe und so weiter, ob ich einen Zoo kenne, wo kein Spielplatz ist. Und ich muss sagen, mir ist keiner eingefallen. Also in den Zoos, in denen ich bisher war, gab es immer, und wenn es auch nur ein kleiner war, aber es gab immer einen Spielplatz. Macht ja auch ein bisschen Sinn, weil so eine zoologische Einrichtung ist ja auch meistens auch für Kinder gemacht. Von daher macht es schon Sinn, da dann auch einen Spielplatz zu haben. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagen könnt, hier, pass auf, der Zoo dort und jenes oder der Tierpark da, der hat keinen. Würde mich interessieren. Also wie gesagt, im norddeutschen Raum, wo ich ja nun unterwegs bin, wüsste ich jetzt keinen, der keinen Spielplatz hat. Und mal abgesehen von so Sea Life oder irgendwie sowas, das zähle ich in dem Sinne nicht als Zoo, das ist halt ein Aquarium oder wie auch immer. Da kann es vielleicht sein, dass es da keinen Spielplatz gibt. Wobei ich gerade im Überlegen bin, auf Fehmarn gibt es zumindest auch so Spielecken da. Also das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht ein richtiger Spielplatz, aber es gibt Spielecken, so wo man malen kann und sowas alles. Das weiß ich von Fehmarn. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich gedacht, es muss hier auf jeden Fall mal ein kleiner Spielplatz her. Außerdem war ich so ein bisschen angefixt in der 30-Minuten-Challenge in Folge Nummer 2, glaube ich, war es. Da habe ich ja von euch die Aufgabe bekommen, bau einen Spielplatz. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ihr könnt das Video gerne mal anschauen. Aber ja, in 30 Minuten einen Spielplatz zu bauen, ist halt nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, komm, ich will das nochmal ordentlich machen. Ich will einen schönen Spielplatz bauen. Also sind wir hier nochmal rangegangen und haben gesagt, jo, hier in diese Ecke passt auf jeden Fall ein Spielplatz. Das Video ist auch mehr oder weniger uncut. Also ich habe nicht viel geschnitten an dem Ding. Weil, und das hat mich sehr erstaunt, es ging alles sehr reibungslos. Also ich habe da wirklich ja, die Teile gefunden, die ich haben wollte. Mir ist sofort in den Kopf geschossen, wenn ich irgendwie was überlegt habe, wie könnte ich das bauen. Och, nimm doch das Teil. Gutes Beispiel seht ihr gerade im Hintergrund. Diese Fensterläden-Dinger da, Scharniere. Ja, wie gesagt, ich wusste immer gleich so, oh ja, das kann man dafür benutzen, das kann man da nehmen. Ja, hat wunderbar funktioniert, deswegen gibt es heute ein relativ uncuttes Video. Ich wollte gerade sagen, es ist auch nicht so lang, aber das stimmt gar nicht. Wir sind ja trotzdem bei fast 30 Minuten, was aber, finde ich, nicht schlimm ist. Was ich natürlich merken werde, und das mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit, der ein oder andere Content Creator wird das wahrscheinlich bestätigen können, wenn man im Planet Zoo ein Video raushaut, was kein Tier beinhaltet, dann ist es meistens so, dass die Videos nicht so gut geklickt werden. Ich will jetzt hier nicht heulen und sagen, guck meine Videos oder sonst irgendwas. Ich selber bin da ja auch so. Wenn ich aktiv bei YouTube mir Inspiration holen möchte und nach Videos gucke, dann suche ich ja auch meistens nach dem Tier und dann werden mir so Spielplätze, Restaurants und sowas auch meistens nicht angezeigt. Es gibt natürlich Content Creator, denen ich folge, wo ich wirklich jedes Video gucke. Und da ist es mir auch völlig wurscht, ob das jetzt ein Zoo ist, ja, ein Restaurant ist oder irgendwas, wo keine Tiere dran sind. Weil ich finde, das gehört genauso dazu. Ja, falls ihr manchmal ein bisschen schniefen hört, ich bin
ordentlich erkältet. Um nicht zu sagen, dass das große C ist bei mir Einzug erhalten gekommen, Dingenskirchen, ihr wisst, was ich meine. Ja, also wenn ich hin und wieder mal so ein kleines Schniefächchen mache, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich hoffe, dass ich auch das Voice-Over hier komplett durchhalte, aber das kriegen wir schon hin. Hin und wieder vielleicht mal Nase putzen, das kann ich dann ja muten in dem Fall und dann passt das schon. Ja, genau, Safety First, ihr habt es gerade im Hintergrund gesehen, wir haben so einen Runterfall, Rausfall, wie auch immer Schutz gebastelt. Da kommt jetzt natürlich auch noch ein Zaun hin, der ja auch nicht einfach nur ein Zaun sein darf, sondern da muss ja auch so ein bisschen Netz dran sein, weil wenn da oben kleine Kinder rumrennen und so weiter, die sollten da ja möglichst nicht runterfallen. Ob das jetzt alles so realistisch ist, weiß ich nicht, weil wenn so ein Kind in so ein Netz da vor der Seilbahn fällt, ob der da ohne weiteres wieder einfach so rauskommt und theoretisch könnte er dann auch da drauf weiterklettern und dann nochmal weiter runterfallen und so weiter. Ja, es ist und bleibt ein Spiel. Es wird ein Spielplatz werden, der vielleicht nicht 100% realistisch ist und ja, von irgendwelchen Ordnungsämtern abgenommen wird. Aber ja, hier für Planet Zoo reicht es, glaube ich, völlig aus. Ja, nachdem wir die Seilbahn jetzt dann fertig haben, hatte ich mir gedacht, müssen wir ja irgendwie noch da hochkommen. Ich hatte erst überlegt, ob ich dann Leiter hochbaue, das fand ich aber dann irgendwie ein bisschen doof, deswegen habe ich mir gedacht, baue ich so einen kleinen Kletterturm dazu, wo wir dann gleich so eine kleine Rampe haben, wo man hochklettern kann mit so einem Seil. Das haben wir hier bei uns in der Gegend auch an den meisten Spielplätzen so, fand ich recht passend in dem Fall. Dann bauen wir dann noch eine schöne Rutsche ran und so einen Übergang rüber zu dem Plateau. Ja, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Hier mit verschiedenen Holzbrettern so ein bisschen gearbeitet, dass ein bisschen, ja, ein anderes Feeling reinkommt sozusagen, ein bisschen farblicher Akzent. Und hier seht ihr jetzt auch schon die Rampe. Wie gesagt, das kennt ihr bestimmt auch von Spielplätzen, wo dann so ein Seil runterhängt, wo man sich dann so ein bisschen hochziehen kann. Zusätzlich dazu habe ich dann, das seht ihr auch gleich noch, bei jedem Brettübergang sozusagen so ein kleines Brettchen quer daran gebaut, sodass man da auch mit den Füßen nochmal so ein bisschen Halt hat. Genau, da seht ihr es jetzt, die gucken so ein kleines bisschen halt hoch. Da kann man sich dann mit den Füßen immer so ein bisschen abstützen, dass man nicht gleich runterfällt sozusagen oder abrutscht. Gerade wenn das Holz so ein bisschen nass ist, dann ist es ja ein bisschen rutschiger. Genau, jetzt erweitere ich das noch nach oben, dass wir nachher da auch ein Dach draufsetzen können. Da kommt nachher auch ein schönes Reetdach drauf, hat wunderbar geklappt. Jetzt könnte man auch sagen, ja, ist ja auch rechteckig, das ist ja auch nicht ganz so schwer. Nee, habt ihr auch recht, wie gesagt. Aber es ist ein schönes Dach nachher drauf. Genau, da nehme ich das Seil und da habe ich dann gesehen, es gibt ja auch so eine Handschlaufe. Die habe ich noch nie irgendwie wirklich wahrgenommen, aber die passte da ganz gut rein, weil man dann einfach mal so ein, ja, ein schönes Ende hat sozusagen für dieses Seil. Jetzt wird das natürlich einmal so ein bisschen angepasst. Auch hier hätte ich mir natürlich jetzt auch die Arbeit machen können und so ein halb durchhängendes Seil nehmen können. Entschuldigung, das ist früh am Morgen noch. Ja, so ein durchhängendes Seil nehmen können und das dann stufenweise immer so ein bisschen durchhängen lassen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Ja, auch hier hinten muss natürlich der Zaun wieder ordentlich ran, sodass da keine Kinder runterfallen können. Auch hier bei den Balken zum Beispiel, da ziehe ich auch gleich noch so ein Netz rein, beziehungsweise kommt da gleich auch noch dieses Zaunelement rein, sodass wir auch da ja keine Abstürze riskieren müssen, können, dürfen, sollen. Wobei so ein Spielplatz, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ist halt eine potenzielle Gefahrenquelle immer, ne? Also irgendwo kann man immer runterfallen, gerade Kinder, ich kenne es von meinen, die klettern ja auch irgendwo rauf, wo sie gar nicht raufklettern sollen und ist ja auch spannend, muss man ganz ehrlich sagen, hat man früher als Kind ja auch gemacht, gerade bei so einem Kletterturm, wer ist da nicht aufs Dach auch raufgeklettert?
Also, ne, ich glaube, das haben wir alle gemacht. Und das gehört ja auch ein Stück weit dazu. Da muss ich aber auch wiederum sagen, und da bin ich vielleicht nicht Helikopterpapa, aber ich mag Eltern nicht, die da so gar nicht drauf achten, ne? Was die Kinder so machen. Also ich bin jetzt auch nicht, meine Kinder sind, die Zwillinge sind 7 und der Große wird jetzt demnächst 11. Da ist es auch nicht mehr so, dass ich jetzt jedes Mal mit runterlaufe, wenn die zum Spielplatz gehen oder sonst irgendwas und daneben hocke. Aber als die noch jünger waren, war das für mich als Elternteil und nennt mich da irgendwie vielleicht Helikopterpapa oder sonst irgendwas, aber ich war immer mit dabei, wenn die auf dem Spielplatz waren. Nicht, weil ich immer gucken wollte, oh, was machen die jetzt und so, sondern es ist ja auch eine Pflicht von einem Elternteil, die Kinder zu beaufsichtigen und so weiter. Und das gehörte für mich einfach immer dazu. Und wenn ich dann manchmal auf dem Spielplatz Eltern sehe, die dann einfach da sitzen, ja, und die das eigentlich so gar nicht interessiert, was die Kinder da machen, auch nicht mitspielen oder sowas, das habe ich auch immer mit den Jungs gemacht. Ja, finde ich immer ein bisschen schade. Aber das ist, glaube ich, auch die Generation, und da will ich jetzt nicht sagen, so, ich alter Sack mit meinen 41 Jahren. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ganz viel, und ich bin ja nun auch schon 41 und es gibt auch etliche Eltern bei uns hier im Umkreis, die deutlich jünger sind, wo ich mir manchmal dann denke, so, ist das jetzt echt schon so ein Generationskonflikt, dass da manche Eltern, die sitzen einfach mit dem Handy da, 24/7 und glotzen auf die Kiste. So, die Leute, die mich kennen, ja, ich bin auch viel am Handy und so weiter, aber es gibt auch Situationen, da lege ich das Ding dann mal weg oder mache es aus oder packe es in die Tasche oder sonst irgendwie was. Und wenn ich Zeit mit meinen Kindern aktiv irgendwo verbringe, dann hänge ich nicht die ganze Zeit am Handy. Heutzutage bin ich auch ehrlich, wenn ich heute nochmal mit den Jungs ein bisschen auf den Spielplatz gehe oder sowas, oder im Moment gehen wir ganz oft in den Skaterpark, dann sitze ich auch da mal auf der Bank und spiele mit dem Handy rum, weil meine Kinder halt auch ein gewisses Alter haben und auch gar nicht mehr 24/7 den Papa um sich rum haben wollen. Und da bin ich halt dann einfach mit, weil das halt nicht bei uns gleich um die Ecke ist und dass die Jungs da quasi vor mir hingebracht werden. Und dann setze ich mich da irgendwo auf eine Bank und dann gucke ich auch mal auf dem Handy rum. Aber das ist halt auch eine andere Geschichte, als wenn ich kleine Kinder habe und so. Da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen unterscheiden. Ja, hier das besagte Reetdach, dieses echt komplizierte, komplexe Werk an architektonischer Leistung. Ich finde, das sollte unter Naturschutz, wollte ich schon sagen, Denkmalschutz kommen, weil das ja wirklich, also das ist ja das 8. Weltwunder sozusagen. Nein, Quatsch. Ein relativ simples Dach, aber dennoch finde ich, passt das sehr gut darauf. Wir haben ja auch hier wieder diese Holztöne genommen, diese, ja, Erdtöne in Anführungsstrichen, die wir ja im ganzen Zoo im Prinzip schon, ja, haben und auch weiter durchziehen werden. Das hattet ihr, habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, habt ihr ja auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr das total gut findet, dass ich so diesen gleichen Stil beibehalte und ja, das wird auch so bleiben. Bin ich ganz ehrlich, weil ich bin selber so einer, ich mag das gerne, wenn sich etwas wiederholt und eine gewisse Routine da drin ist und dann passt das schon ganz gut. Ja, hier habe ich jetzt nochmal so ein bisschen eine Halterung für die Rutsche gebaut. Ob das jetzt so richtig realistisch ist, weiß ich auch nicht irgendwie, aber ein bisschen was musste daran, dass die Röhre da nicht einfach so hängt und ja, ich denke mal mit Metallaufhängung und so, das ist es schon okay, es sieht gut aus. Ich finde im Allgemeinen, dass der Spielplatz ja recht gut geworden ist. Nachher, wenn man so eine Draufsicht hat, also ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie, dass dann noch was fehlt. Wenn wir nachher den Überflug noch machen, seht ihr es wahrscheinlich, es gibt so ein paar Ecken, die nicht bebaut sind. Ich glaube, das ist relativ realistisch, weil auf so einem Spielplatz ist halt auch mal eine kleine Rasenfläche, da ist auch mal
ja, einfach mal nichts und so weiter. Aber ihr könnt es ja nachher mal in die Kommentare schreiben. Irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, dass da noch irgendwie was hin müsste. Ich hatte aber während des Bauens auch das Gefühl, dass wenn ich da jetzt noch was hinbaue, dann sind wir nachher auf so einem Stand, okay, jetzt sieht's vollgestopft aus. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch irgendwie ein Spielplatzteil habt, wo ihr sagt, ey, bau doch noch mal dies oder jenes und bau das dann noch mal hin. Das kann ich ja während der nächsten Aufnahme mal machen oder zwischen der jetzigen und der nächsten Folge dann einfach mal reinklatschen. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr noch eine Idee habt, was aber auch nicht zu vollgeklatscht aussieht. Ja, den Zaun, den wir oben benutzt haben, den habe ich jetzt hier auch nochmal benutzt, um den Spielplatz an sich so ein bisschen abzugrenzen. Den wollte ich ja auch nicht einfach so, ja, zugänglich haben. Das sieht man ja ganz oft bei Spielplätzen, dass da noch irgendwie so ein kleiner Holzzaun drumherum ist, wo dann, ich sag mal, so ein Eingangsbereich ist. Das wollte ich hier auf jeden Fall auch haben, dass man nicht quasi von allen Ecken auf diesen Spielplatz rennen kann. Und ja, weil wir gerade das Thema hatten mit Kindern und Klettern, die werden auch hier über den Zaun klettern. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn das so im realen Leben stehen würde, würden die Kinder auch über diesen Zaun klettern, um zu den Spielgeräten zu kommen. Aber es sind halt auch Kinder, ne? Die dürfen das. So, eine Seilbahn haben wir schon. Wir haben einen Kletterturm, wir haben eine Rutsche. Ich habe echt überlegt, was könnte ich noch bauen? Was natürlich bei so einem Spielplatz auch nicht fehlen darf, ist eine Sandkiste. Jetzt könnte man natürlich sagen, Badatz, hast du mal die Augen aufgemacht? Das ist eine große Sandkiste, in der du da gerade sitzt. Ja, gebe ich euch recht, es ist sehr sandig und sehr erdig und so weiter. Aber ich fand, es sollte einen Bereich geben, und da bietet sich diese Sandkiste einfach an, es sollte einen Bereich geben, wo die Kinder ganz ungestört sich den Sand in die Figur hauen können. Und ich sehe schon förmlich vor meinem inneren Auge diese kleinen, ja, sagen wir mal so, zweijährigen, anderthalbjährigen, die da sitzen und die ganze Schnute voll haben mit Sand, weil sie schön sich ein Sandeis kredenzen und Sand in, ich hätte jetzt beinahe gesagt, in sämtlichen Körperöffnungen im Gesicht haben. Ja, finde ich immer witzig, wenn man die Kinder da sieht. Früher als Papa, als meine Jungs noch so klein waren und Sandkuchen wirklich noch gegessen haben, fand ich das immer nicht so lustig. Aber wenn ich heute so die Muttis und Vatis sehe, wenn da die kleinen Kinder in der Sandkiste sich schaufelweise die Erde reinpfeffern, sitze ich immer daneben und muss schmunzeln, weil ich ganz genau weiß, was in den Eltern gerade abgeht und wie schön die das finden, nachher die ganzen Sandkrümel im Bett wieder wegzusaugen und was weiß ich nicht alles, weil das überall in den Haaren und ja, überall hängt. Aber ich glaube, wenn mir hier gerade Eltern zugucken, die können das bestätigen. Ja, ein bisschen Sandspielzeug ist auch in der Sandkiste. Darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt hatten wir hier hinten noch so eine Ecke, wo so gar nichts los war. Da habe ich mir gedacht, gut, was baust du da hin? Erst wollte ich hier eine Schaukel hinbauen. Die Schaukel habe ich dann aber nachher woanders hingebaut, weil ich fand, dass es hier relativ eng ist. Wobei, wenn ich jetzt gerade überlege, da wo die Schaukel jetzt steht, ist es noch enger. Aber ist egal. Kletterstangen müssen ja auch sein. Glaube ich, findet man auch auf ganz vielen Spielplätzen. Und werden, glaube ich, auch immer relativ gut besucht. So, das verschieben wir noch so ein bisschen, dass das da irgendwie so ein bisschen an der Seite steht. Und dass die Seilbahn da auch nicht im Weg ist. Paar Pflanzen noch mal hin. Jo. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie muss das ja auch besucht sein, also habe ich den Weg da so ein bisschen durchgezogen, dass da auch ein paar Leute rumlaufen, hoffentlich, weil es gibt ja eigentlich nichts da wirklich, wo die hingehen sollten, müssten, dürften. Aber mal gucken, wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit so ein bisschen verlaufen, dann werden da auch ein paar Leute reingehen und ja, dann sieht es zumindest optisch aus, als wenn der Spielplatz benutzt wird. Ja, das wäre eigentlich auch mal eine geile Sache, ne? Wir haben den Souvenirshop. Entschuldigung. Wir haben den Souvenirshop, der ja modular funktioniert. Wir haben ein Restaurant, was modular funktioniert.
wäre ja vielleicht mal eine Idee für Planet Zoo 2, dass wir da vielleicht auch so einen modularen Spielplatz bekommen, wo man dann auch eine Rutsche und sowas benutzen kann. Die Mechanik, ganz ehrlich, ist ja im Prinzip da. Also wir sehen es jetzt ja, wenn Planet Coaster 2 rauskommt. Wir haben ja Rutschanimationen, wir haben ja Rutschen. So, das ist ja auch möglich, so eine Rutsche zu machen ohne Wasser drin. Und dass man dann quasi wie jetzt demnächst dann bei Planet Coaster 2, dass man dann so Rutschen bauen kann, die dann auch benutzt werden. Wäre eine coole Sache, weil ich finde halt, dass so ein Spielplatz in einem Zoo einfach dazugehört. Ja, genau. Und da wäre so ein modularer Spielplatz eigentlich eine geile Sache. Ja, wie ich eben schon sagte, ich habe dann die ganze Zeit überlegt, was könnte man dann noch so hinbauen, was so Sinn macht. Ich finde so ein Hüpfspiel ist auch immer ganz cool. Sieht man ja auch relativ häufig auf Spielplätzen. Jetzt war es hier so, wir haben ja keine Betonfläche. Das heißt, es war schwierig, das irgendwie auf den Boden rauf zu malen. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, nimmst du hier so einen kleinen, ja, Hüpfdinger dahin. Also meine Idee war, dass das so eine, ich kenne das ja wahrscheinlich von Sportplätzen auch, diese Gummiplatten. Die gibt es ja aus diesem Gummigranulat und sowas soll das jetzt hier darstellen. Kommen natürlich die Zahlen drauf, damit die Kinder auch wissen, auf welche Zahl sie als erstes hüpfen müssen und so weiter und so fort. Bis zur 9 und oben gibt es so einen kleinen Smiley, wenn man das dann geschafft hat, sozusagen. Ja, die färbe ich dann auch noch mal ein bisschen ein, damit es schön bunt ist für die Kinderchens. Oben ja, die 7, ich kam so schlecht an die Zahlen wieder ran, deswegen musste ich das alles so ein bisschen hin und her schieben nochmal, damit ich dann an die Zahlen rangekommen bin und die 1 daraus löschen konnte. Das war irgendwie so ein bisschen nervig, aber gut, wir haben es hingekriegt. Jetzt bekommen die nochmal schön eine kleine Färbung und dann sind wir auch schon fast durch mit dem Spielplatz. Ja, eben angekündigt, ich hatte ja noch die Idee, da eine Rutsche hinzubauen. Eine Rutsche, sag ich schon, eine Schaukel. Die habe ich jetzt hier irgendwie nirgendwo mehr untergekriegt, weil ich dachte, das wird alles ein bisschen eng. Deswegen habe ich die Rutsche, warum sage ich immer die Rutsche? Die Schaukel, Herr Ballatz. Schaukel, nicht Rutsche. Die Schaukel hier oben hingebaut. Ja, auch jetzt nichts Spektakuläres, aber ich habe ja eine ähnliche Schaukel in der 30-Minuten-Challenge gebaut und da wurde gesagt, nein, du hast dann nur eine Kette nach unten gemacht, das wird gar nicht funktionieren. Der Reifen wird die ganze Zeit rumwackeln. Ja, habt ihr recht, habe ich hier verbessert. Hier gibt es auch noch so eine kleine Querketten sozusagen, die das dann so ein bisschen ja, halten und austangieren oder wie auch immer, wie man das auch immer nennt. Gut, meine Lieben. Ja, wie gesagt, in dieser Folge gab es leider keine Tiere. Dafür nächste Folge auf jeden Fall wieder welche. Was genau, weiß ich noch gar nicht. Muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht irgendwie was Katzenartiges oder so. Schauen wir mal. Ich lasse euch jetzt die letzten ein, zwei Minütchen nochmal alleine hier mit der Schaukel. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächsten Donnerstag dann wieder zur nächsten Folge vom Dryland Zoo. Ich wünsche euch was ganz, ganz Schönes. Ich bin raus. Euer Badatz. Ciao. Ciao.